Hallo, schön, dass du da bist. Ich heiße Cornelia Rebel und ich betreue bei Medumio seit langem die Nachrichtenredaktion. Dafür verfolge ich ständig, was Wissenschaftler auf der ganzen Welt so im Gesundheitsbereich erforschen. Eines ist mir dabei klar geworden: Es dauert ganz, ganz lange, bis neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft in unseren Arztpraxen angelangen. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns alle selbstständig auf dem Laufenden halten. Falls du mir dazu stimmst, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du den Like-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Aber jetzt zur aktuellen Studie, die sich mit Entzündungen und Depressionen befasst. Hier trägt den Titel Entzündungen als verdeckte Ursache von Depressionen. Je stärker der Körper mit Entzündungen kämpft, desto höher ist das Risiko für Depressionen. Das zeigt die bislang größte Studie dieser Art, für die Daten von 85.895 Personen in Großbritannien analysiert wurden. Als Biomarker wurden die CRP-Werte im Blut genommen. CRP steht für hochreaktives Protein. Die Erkenntnisse dieser neuen Studie eröffnen neue Wege für die Behandlung von Depressionen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich heiße Cornelia Rebel und ich betreue bei Medumio seit langem die Nachrichtenredaktion. Dafür verfolge ich ständig, was Wissenschaftler auf der ganzen Welt so im Gesundheitsbereich erforschen. Eines ist mir dabei klar geworden: Es dauert ganz, ganz lange, bis neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft in unseren Arztpraxen angelangen. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns alle selbstständig auf dem Laufenden halten. Falls du mir dazu stimmst, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du den Like-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Aber jetzt zur aktuellen Studie, die sich mit Entzündungen und Depressionen befasst. Unsere Studie liefert den bislang schlüssigsten Beweis dafür, dass Menschen mit Depressionen Proteine im Blut haben, die auf eine Aktivierung des Entzündungssystems hinweisen, sagt die Psychologin Maria Pitarulli von King's College in London in Großbritannien. Die dort verfasste Studie wurde am 14. Mai im renommierten Wissenschaftsmagazin The American Journal of Psychiatry veröffentlicht. Blutproben, genetische Daten und Fragebögen zur körperlichen und geistigen Gesundheit wurden für diese Studie ausgewertet. Sie wurden im Rahmen des britischen Biobank-Projekts gesammelt. Dabei handelt es sich um eine Langzeitstudie, die im Jahr 2006 startete. Sie untersucht, wie genetische Veranlagungen und Umweltfaktoren zu Krankheiten beitragen. Anhand dieser präzisen Daten konnten die Forscher zahlreiche Faktoren bei den Ergebnissen berücksichtigen, unter anderem Alter, Geschlecht, Body Mass Index, Rauchen, Alkoholkonsum, Belastung durch Trauma und sozioökonomischer Status. Diese Faktoren erklären nach Ansicht der Wissenschaftler vom King's College in London den Zusammenhang zwischen Entzündung und Depression nur teilweise. Demnach reichen die Beweise nicht aus, um zu zeigen, dass Entzündungen die direkte Ursache für Depressionen sind. Allerdings deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine direkte biologische Verbindung besteht. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es zahlreiche Studien gibt, die einen Zusammenhang zwischen oxidativem Stress und Depressionen herstellen. Entzündungen, vor allem chronische Entzündungen im Körper, führen auch immer zu oxidativem Stress. Deshalb halte ich persönlich es für erwiesen, dass Entzündungen und Depressionen in einem direkten Zusammenhang stehen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Die Forscher berechneten im Rahmen der Studie auch einen genetischen Risikowert für die Studienteilnehmer. Er beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch aufgrund seiner Genetik Depressionen entwickelt. Bei Personen mit Depressionen war dieser Risikowert stark mit dem CRP-Spiegel verbunden. Je höher die genetische Belastung für Depressionen sei, desto höher sei auch der CRP-Wert. Rauchen und Übergewicht verstärkt diese genetische Prädisposition. Diese Verbindung zwischen CRP-Wert und Depressionen ähnelt in ihrer Stärke dem Zusammenhang zwischen Entzündungen und drei Autoimmunerkrankungen: biliäre Zirrhose, Morbus Crohn und rheumatoide Arthritis. Unsere Studie zeigt, wie die Genetik als Instrument zur Analyse von psychischen Störungen eingesetzt werden kann, sagt die genetische Epidemiologin Catherine Lewis vom King's College in London. Man habe gezeigt, dass der genetische Beitrag zur Entzündung bei Depressionen hauptsächlich auf Ess- und Rauchgewohnheiten zurückzuführen sei. Diese Erkenntnis sei wichtig, um Depressionen besser zu verstehen und ein weiterer Teil des Puzzles, das sich mit der Behandlung von Depressionen beschäftigt. Die nächste Stufe für die Forscher besteht darin, den direkten Zusammenhang zwischen Entzündung und Depression aufzudecken. Bislang wissen Sie, dass unbekannte oder nicht gemessene psychosoziale und klinische Störfaktoren die aktuellen Ergebnisse ebenfalls erklären könnten.
Als Beispiele nannte Lewis Babys, die Depressionen der Mütter während der Entwicklung im Mutterleib belasteten. Ungesunde Ernährung könne ebenfalls ein Störfaktor sein. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf meine eigenen Erfahrungen mit Depressionen und Antioxidantien hinweisen. Während der Menopause verfiel ich in eine ganz, ganz tiefe Depression. Seitdem ich täglich Antioxidantien nehme, und zwar OPC und Astaxanthin, fühle ich mich psychisch wesentlich besser. Ich bin viel ausgeglichener, die Depressionen gehören der Vergangenheit an und ich bin wesentlich resilienter in stressigen Situationen. Ich persönlich glaube, dass die Gesundheit jedes Menschen von Antioxidantien profitieren kann. Nach wie vor rätseln die Wissenschaftler also, was genau Entzündungen und Depressionen verbindet. Allerdings liefert diese neue Studie eine Fülle von Daten, mit denen Wissenschaftler in Zukunft weitere Forschungen betreiben können. Doch gibt es bereits kritische Stimmen. Der Genetiker David Curtis vom University College in London, der nicht an der Studie beteiligt war, bezweifelt, dass Entzündungen letztendlich eine Schlüsselrolle bei Depressionen spielen. Nichts deutet darauf hin, dass Menschen ihre Depression mit entzündungshemmenden Medikamenten behandeln könnten. Antidepressiva sind nach Ansicht von Curtis wirksam und sicher. Entzündungshemmende Medikamente würden in den USA jedes Jahr viele tausend Todesfälle verursachen. Also ich persönlich wage diese Aussage zu bezweifeln, dass Antidepressiva so sicher sind. Es gibt bei Antidepressiva ziemlich viele Nebenwirkungen, zum Beispiel Gewichtszunahme oder sexuelle Störungen. Natürlich gibt es auch entzündungshemmende Medikamente, die ganz gefährlich sind, zum Beispiel Cortison. Aber Antioxidantien können Entzündungen auch wirksam verringern und haben kaum bekannte Nebenwirkungen. Falls du dieses Video interessant gefunden hast, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn du den Like-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Schau doch bald mal wieder vorbei. Bis dann, Cornelia. Ciao, ciao.